11.33 Uhr am Sonntag. War das ein Spiel? War das Spannung? Ich habe es kaum ausgehalten. Und dann dieses sensationelle Ende. Ich glaube, heute gibt es überall gute Stimmung in Deutschland. Und ich musste mein T-Shirt anziehen hier heute Morgen für euch. Ich drehe mich einmal um. Das habe ich aus Hongkong. Und das ist unser Bekenntnis. Wir freuen uns über die deutsche Nationalmannschaft. So, was macht man an einem solchen Morgen? Erstmal feiern, das Ganze nochmal sacken lassen. Und wir haben gesagt, da muss eine Currywurst her. Wir stehen hier am Clemensplatz in Kaiserswerth. Hier findet auch ein Schützenfest statt da drüben. Die trinken schon mal die ersten Biere da drüben. Was haben wir? Kommt mal mit hier. Wir haben hier Currywurst mit Pommes und unsere Feierente heute. Das war natürlich auch unsere Glücksente, die bis zum Schluss auch gezittert hat. Diese Currywurst hier ist vom Berliner Imbiss. Der Berliner Imbiss hier am Clemensplatz in Kaiserswerth bei Düsseldorf gehört wohl mit zu den berühmtesten Imbissen in der Republik. 1984 kam der Eigentümer mit seinen beiden Söhnen aus Berlin hierher und stellte fest, ihm fehlt die Berliner Currywurst. Und so begann eine einzigartige Erfolgsgeschichte bis heute mit mehreren Ablegern hier in Düsseldorf. Und da kommen wir dann natürlich auch zu der Frage, wo kommt die Currywurst eigentlich her? Ist sie in Berlin erfunden worden von Hertha Heuwer, die 1949 dort nach dem Krieg angefangen hat und auch den Ketchup erfunden hat, den Chill-Up-Ketchup. Eine Nichte von ihr lebt heute noch in der Schweiz und mit denen rede ich immer wieder. Und das muss eine sehr interessante Dame gewesen sein, die Hertha Heuwer. Natürlich ist Berlin ein Zentrum der Currywurst. Man munkelt allerdings, dass sie eigentlich in Hamburg erfunden worden wäre. Ich glaube das nicht, das basiert auf einem Roman. Und was sagt Roman? Das ist erfunden. Und wir gönnen das den Hamburgern, dass man sie ab und zu als die Erfinder der Currywurst nennt. Aber ehrlich gesagt, ich glaube das nicht. So, unser Live-Reporter hier hat natürlich auch schon Mara hier, mit dem Geruch kommt sie ganz gut klar. Und sie hofft, dass sie auch ein Stück abbekommt. So, wir haben einen wichtigen Ort vergessen für die Currywurst, natürlich das Ruhrgebiet. Nicht weit von hier entfernt. Ich habe gehört, dass die Currywurst eigentlich im Ruhrgebiet erfunden worden wäre. Die Ruhrgebietler aber, die haben es nicht so drauf, sich zu vermarkten. Und ich glaube, da muss noch was passieren, liebe Ruhrgebietler. Ihr habt natürlich ein berühmtes Lied, ihr habt Bochum, ihr habt viele andere tolle Orte im Ruhrgebiet, wo es wunderbare Currywurst, Pommes und Mayo gibt und wo sich alt und jung und arm und reich treffen. Ja, es gibt einen ganz großen Hersteller in Deutschland, schon sehr lange, und zwar der VW-Konzern. Der baut nicht nur Autos, sondern auch die VW-Currywurst. 2015, stellt euch vor, haben die neben den Autos 7,2 Millionen Currywürste verkauft, auch in ihrer Kantine. Apropos Kantine, die Currywurst Pommes Mayo ist das beliebteste Essen in den deutschen Kantinen. Immer noch seit vielen Jahren. Oh, jetzt wird hier gesungen gegenüber, das ist auch sehr nett. Wir rufen euch auf, wir machen einen großen Welt-Currywurst-Atlas. Schreibt uns einfach, wo ist eure Lieblings-Imbissbude, egal wo, ob in Deutschland, Schweiz, Österreich, in Portugal, kurz vor der Überfahrt nach Amerika oder in Kanada, in Kambodscha, in Vietnam, egal. Schreibt uns einfach, wo ist eure Currywurst-Lieblingsbude und dann schauen wir, wie so das Spektrum ist. Und dann machen wir eine große Welt-Currywurst-Tour und berichten dann von euren Lieblings-Currywurst-Buden. Wir sind ja dabei, auch den EU-Ketchup zu produzieren. Das werden wir dann verbinden. Und da freuen wir uns, viele von euch auch kennenzulernen. So, jetzt werden wir nochmal einen Blick werfen auf diese beiden wunderbaren Dinger hier. Und mit diesem Anblick entlasse ich euch heute in diesen schönen Sonntag, in diesen Feiersonntag. Vielleicht nochmal einen Blick hier auf das Mikro. Wir grüßen den Jörg Balthas, der war nämlich so nett, hier dieses ZTV mal in Eigeninitiative einfach so zu machen. Das finden wir super und wir werden das ein bisschen weiterentwickeln noch. Da haben wir uns gestern super drüber gefreut. Also bis morgen 11.33 Uhr, schönen Sonntag, esst was Fettiges nach dieser Nacht. Kann man kein Müsli essen. Also macht's gut, bis morgen. Tschüss.